So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Beim letzten Mal haben wir es ja geschafft, gerade so mit dem Schiff nach Kilika zu kommen, weil jetzt Zinn mal wieder meint, uns ein bisschen auf den Sack gehen zu können. Tidus hat leider nicht seinen Plan umsetzen können, nochmal an Zinn näher ranzukommen. Außerdem dürfen wir uns wahrscheinlich gleich die Szene angucken, bei der Yuna zum ersten Mal ihr Tänzchen macht. Bei dem sie sozusagen die Toten auch endgültig wegschickt, damit es keine Monster werden. Weil das in dieser Welt so funktioniert. Schatz, du lebst also doch. Oh. Aus der Traum, die Stube hat geschlossen. Stube? Du hast hier noch drei Baumstämme stehen. Und das kleine Dach oben drüber. Spitze. Puh, sogar die Schankstube hat zu. Wie soll man es alles nüchtern ertragen? Das frage ich mich auch öfters. Was geht hier ab? Vorsicht, Hilos, hier ist alles nicht trittfest. Und hier geht's nicht weiter. Okay. Walker lässt arbeiten. Cool. Wozu hatten die Jungs auch sonst dabei? Außer denen beim Arbeiten zuzugucken. What's ascending? Are we going somewhere? You truly are clueless. Are you sure it's just your memory that's the problem? Nein, wir sind uns nicht sicher, dass es nur unsere The Erinnerung dead ist. need guidance. Wir wissen es besser. Filled with grief over their own death, they refuse to face their fate. They yearn to live on and resent those still alive. You see, they envy the living. And in time, that envy turns to anger, even hate. Should these souls remain in Spira, they become fiends that prey on the living. Sad, isn't it? The sending takes them to the far plane, where they may rest in peace. Summoners do this? Was für ein Übergang. Die Szene wurde damals so gehypt und ist wahrscheinlich auch jetzt noch bei einigen Leuten eine der beliebtesten Szenen überhaupt. Kann ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen, so sie macht ja ein bisschen den Jesus, aber ich fand es eher langweilig beim ersten Mal gucken. Und es wird doch beim mehrmals gucken nicht wirklich besser. Aber es war das Jahr 2000. Wir können Leuten vergeben, die es gut finden. Da war anscheinend sowas noch der realste Shit überhaupt. Ich finde es aber auch krass. Ich glaube, die CGI-Qualität hat sich auch in dem HD Remaster um einiges verbessert. Ich weiß damals, ob mein Emulator zum ersten Mal gespielt habe, sah es noch sowas von krass hässlich aus. Wann zum Teufel haben sie eigentlich all diese Leute bestattet? Und wo kommen die überhaupt her? Ich dachte, es sind halt die alle weggezogen. Da hat er diesen riesigen Strudel auf sich drauf. Aha, na gut. Die Leute fangen auch erst jetzt an, richtig zu trauern, weil die sehen wirklich jetzt erst komplett verschwinden. Vorher wären die noch als Monster nochmal da gewesen.
Das wäre eine schöne, aber es wäre ja kein Tod. It must be tough, being a summoner. Yuna chose her own path. She knew from the beginning what it meant. All we can do is protect her along the way, until the end. Until the end? What's the end? Das ist eine gute Frage. Until she defeats sin. Ach, Lulu, hättest du diese Frage nur ehrlich geantwortet. I hope I did okay. You did very well. They've reached the far plane by now, but no tears next time. I wished there would never be a next time. No more people being killed by sin. No more sendings for Yuna. Everyone stood there watching her. It was strange, and somehow horrifying. I never wanted to see it again. Darauf erst eine Runde schlafen. Erst wieder nach oben gehen. Wollen sie immer noch schlafen? Nö, ich will echt nur umsehen. Hast du was für mich? Die anderen sind weg, alles klar. So. Bin ich groß und werde ich ein Blitzball. Okay, viel Erfolg dabei. Das ist meine Heimat, auch wenn es ein Trümmerhaufen ist. Ich bin nicht von hier weg. Ja, musst du ja nicht. Das ist nur mit Leben, dass es nichts mehr ist. Okay. Geil. Ich hoffe mal, dass hier kein Bettband rumliegt. Ich würde es nur ungern verpassen. Hey, you awake? Captain Walker is waiting for you. Walker wartet schon. Wo wartet er denn? Ich muss erst mal ein bisschen umsehen, verflucht. Ich hoffe, es wäre ein böser Traum, wenn ich aufwache, wenn wir alles beim Alten. Aber nichts war im Alten. So vorkommen. Loot. 3 Potions. Geil. Was guckst du denn so? Ist das Kind so? Was guckst du so? In deinem Haus. Bruchbude. Wenn Sinn wieder auftaucht, sind alle Reparaturen umsonst. Zerstörung wieder aufbauen. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Ah, Wacker wartet schon. Das ist schön, wie das erwartet. Kann er ja. Wow! Okay. Auch nicht gesehen. Bitte, man hilft, wo man kann. Und danke hat's auch getan. Kein Gebet. Okay, wo das Mädchen hin? Vielleicht brauche ich das noch. Ey, so viel kaputt, ich weiß gar nicht, wo ich mit den Reparaturen anfangen soll. Verständlich. Naja, okay. Irgendwo muss man hingerannt sein. Dank der ehrwürdigen Yuna konnten alle friedlich ins Abyssum. Welch Segen, was ich denn Segen gebens? Gibt's sie nicht, müssten die doch gar nicht jetzt ins Abyssum. Uff. Ah, hier. Du hast meine Schwester gerettet, nicht wahr? Inner der Kiste gehört dir. Nimm's ruhig. Ein Dankeschön von mir. Jo, danke. Ein Äther. Jo. Kann man machen. Ich will nichts essen, ich will einfach nur hier bleiben. Der Anblick des Meeres macht mir Angst. Ich glaube, immer noch seinen Schatten zu sehen. Und Albed Lexikon Band 4. Doch. 4 ist gut. Da haben wir bisher noch keinen verpasst. Ah, there you are. Be said, Aurochs. Huddle.
On to the temple, where we pray for victory. Go! High Summoner O'Hallan used to live in the Kilika Temple here. Yep, Lord O'Hallan was once a great blitzer, you know. Waka. Hmm? Praying for victory's all good. Ugh, but is this right? Something wrong with enjoying Blitzball? Is this really the time? This is the only time. The players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain, suffering. Only the game matters. That's why Blitz has been around for so long. At least that's what I think. Whatever you say. Let's play and win, right? Right. Team, das sollte allmählich verstehen, dass die Welt hier ein bisschen anders funktioniert als seine. Das würde ihnen hier enorm helfen. Wenn er schon Fragen stellt, sollte er es vielleicht auch auf eine bisschen andere Art tun. So, okay. Hier auf jeden Fall ist mitgenommen, hoffe ich. Und dieser weite gibt mir jetzt schon Albträume. Oh boy. Hier werden wir auf jeden Fall ab jetzt ein bisschen länger verbringen. Ich glaube, die Monster Spawn Rate ist ja ziemlich asozial. Yuna is saying she wants you with us. Huh? I want to ask you to be my guardian. You know what? There's no time for jokes, yeah? He may be a blitzball whiz kid, but up against fiends, he's a newbie. Not a guardian, then. I just want him nearby. What? What? What do you mean? It's just that... Well... We're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? I'm sorry. I shouldn't have... There's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. My apologies. Hätten sie einfach ja sagen können? Das wäre so viel einfacher gewesen. Das sind auch ein Schriftzeichen. Barfu C Ax. Ja, schön. Oh boy, die Monster hier werden richtig nervig. Kernspucken. Kimari, why don't you use Lancet on it? What's a Lancet? Normally, it's a skill that weakens enemies and heals the user. But when a Ronso uses it, that Ronso can sometimes learn Fiend's abilities. Hey, sounds cool. Ja, das ist auch, insofern man das auch ab und zu mal macht. Kimari kann jetzt Kern spucken. So, das haben wir. Ich würde auf jeden Fall gern noch mal kurz alle einwechseln. Trip. So, los Lulu, hau rein. Wahnsinn. So, ich gehe mal da auch noch mal kurz angreifen und gib ihm easy peasy. Ach na eben, ich habe vergessen zu leveln. Das sollte ich eventuell auch noch kurz machen. Ja. Also Sphärobrett, was geht denn hier alles ab? Ich muss mich so oder so bewegen. So, was kann ich machen? Ein Ability-Spheroid und tschüss. Okay, das ist zum Flüchten gut. Und noch ein bisschen mehr Geschick. Er kann es gebrauchen. Und noch mehr Treffer. Na gut. Oh, Luna hat direkt mal zwei von diesen Lernsphären. So. Oh je. Ability-Sphäroiden werden sterben. Okay, jetzt sind die ganzen Ex-Zauber. Die werden noch wichtig, denke ich.
Ich sollte mich mit den Sphero-Levels eventuell noch ein bisschen zurückhalten. Es gibt später Sphären, die kann man in diese leeren Dinge hier einsetzen. Und dann wäre es ganz geil, schon so viel möglich davon zu füllen. Insofern ich so viel überhaupt ranbekomme, dann muss ich mal schauen. Also für jetzt kann ich noch den hier machen. Na, ich will. So, dort hin. Ex was, ganz großartig. So, was gibt's für dich so? Oh, warte mal. Level 1. Komm ich hin? Wunderhieb. Sieht nicht nach einem Pfad aus, den ich unbedingt gehen will. Ich könnte Lulu, wenn ich die nur lang genug hier lang schicke, irgendwann zum Dieb machen. Klasse. Ach, und da vorne ist Kimari. Ah, okay. Dragonik für Lulu. Unbedingt. Nee. Bewegen. Oh Mann, auf diesem Skillbrett hier werden wir uns auch eine ganze Weile fortbewegen. So, Reflex, MP. Kann sie beides gut gebrauchen. So, was gibt's für dich so? HP, MP. Oh, MP um 20 bei Walker, das ist ein ordentlicher Buff, weil die halt aktuell nur 10. Was nur 2 Blindhiebe sind, aber so kann er jetzt 6 machen. Das ist wirklich ein riesiger Unterschied. Moment. Das ist, glaube ich, neu. Das kommt mir zumindest so vor. Man kann jetzt Kimari irgendwo hinschicken, wo man möchte. Ich glaube, ich werde noch kurz warten. Okay, ja. Ich warte mit Kimari mal noch. Ich würde mir gerne durchlesen, wo ich ihn überhin schicken kann. Aber das mache ich offscreen. Company, halt! The fiend before us is Ochu, Lord of the Wood. We've had trouble with this one before. Remember, discretion is the better part of valor. Also greife ich den jetzt einfach nicht an, oder was? Cool. Naja, zumindest mache ich es nicht jetzt. Eventuell hole ich mir noch. Oh, Junge. Jo, Yuna, greif an. Na, großartig. Oh. Okay, he's dead. Stimmt, ich muss auch ein bisschen aufpassen. Meinem Leben hier. Es gibt nämlich hier kein Auto-Healing. Was ja doof ist. So, mal gucken, wie viel das aushält. Na dann los. Sinnlos. Oh, nochmal Blitz. Aktuell kann ich noch fröhlich wechseln. Ganz einfach, weil kurz vor uns dann wieder ein Speichersphero ist. Blitz. Ne, Feuer, Wasser. Ne, fuck, wie war das? Ich brauche eine Edelsbrücke. Feuer, Wasser, Blitz, Eis. Ne. Blitz, Wasser, Feuer, Eis. Ach, ich hab da ja sogar eine kleine Infotabelle. Okay, also, Wasser, Hammer. Anyone thirsty? Get wrecked. Pepper. Und ganz viel Sphäroin, die kann man brauchen. Ich könnte mich theoretisch jetzt erst eine Runde hochgrinden. Mensch, speichern. Ah, mal schauen, ich kann ja mal versuchen, den Boss da zu killen. Focus on the fight. No worries. Ich würde mich lieber darauf konzentrieren, die Killerbienen zu töten. RIP. 10 Schaden. Ist das großartig. Okay, ich krieg mich hier auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen hochleveln. Sorry. Ha.
leave that one to Luke. Das mache ich, wenn ich das so richtig halte. Leider gibt das Spiel mir ja vor, dass ich hier ewig wechseln muss. Es wird noch richtig witzig, wenn wir 7 Charaktere haben. Ja, komm. Wenn da so ein Kampf immer 2 Minuten dauert. Uff. Brauchst du im Schnitt jetzt 3 Kämpfe für 1 Vero-Level? Aber wenn ich jetzt einfach so ein bisschen grinde. Na komm. Just for fun. Mal gucken, was es gibt. So, erstmal anfeuern. Ich brauche die gerade noch gar nicht. Erstmal Kimari. Giftkralle für 115. Großartig. Walker. Mach du dir mal ein bisschen Action. Lindhieb, klappt das? Immun. So viel dazu. So, Kimari kann doch eigentlich jetzt wieder raus. Ich sehe gerade keinen Grund, wo er drin bleiben sollte. Ach komm, ich habe schon eine Runde per Fares, warum nicht? Und ich habe natürlich jetzt keine Animation auf kurz zu stellen. Was, gut. War jetzt nicht ganz so klug. So, schauen wir mal. Was kann denn der Boy gegen den machen? Meine Ekstase ist natürlich leider bei weit noch nicht gefüllt. Aber wir schauen mal. Wasser. Oh Mann. Okay. Der wird Feuer hassen. Oh, vielleicht kriege ich sogar meine Ekstase Feuer voll. Moment. So. Bisschen extra Damage da reinbringen. Klappt's nochmal? Jo. Warum nicht? Schaden ist Schaden. Und wenn ich noch einmal den Ekstase-Angriff voll bekomme, dann wird er mies zerstört. Okay, greife jetzt nochmal an. Okay, mein Ekstase ist voll, perfekt. Nochmal die Schallschwinge. Nice. So, gib ihm. Solarstrahl, hau raus. Kill das Mystery. Ich glaube an dich. Ja, ich werde ja immer ziemlich wirklich mal kurz stellen müssen. 1500 Damage. Und der ist eingepennt und heilt sich jetzt. Wow. Okay. Das ist asozial. Okay, ich weiß, dass Feuer ihn nicht aufwecken kann. Er ist eh schon aufgewacht. Wie viel hat er? 2770. Das heißt, ich muss ihn in einzigen Zug komplett auseinandernehmen. Bevor er wieder darf. Na, wenn das nicht asozial ist. Erdbeeren. Daneben. Ich flieg ja auch. Los, gib ihm. Ja, Rückfallfahrer. Es war so schön mit dir. So, das hilft mir leider Gottes jetzt nicht, da das Spiel zu töten. Neben, was kann das denn sein? So, Lulu mit bisschen Feuer.
Ich wünsche mir eine Ekstase-Leiste, würde sich ein bisschen durch den Schaden machen erhöhen. Das wäre. God damn it. Jetzt sehe ich auch gar nicht, wie viel Leben das Vieh hat. Das ist genauso beschissen. Ne, es braucht eher die Heilung. Mist. Ich hoffe mal, das klappt so. Okay, perfekt. Wie viel können sie noch haben? Das würde echt enorm helfen zu sehen, wie viel er jetzt noch hat. Jesus Christ. Ne, tot. So, komm schon. Okay, es ist noch in Ordnung, denke ich. Probieren wir es mal. Super. Ja. Ja, es hat geklappt. Die 40 AP haben sie richtig gelohnt. Aber ein HP-Spheroid. Dafür hat es halt wirklich gelohnt. A summoner and her guardians. Very impressive. Sir, we should fight too. We'll get our chance soon enough. Young crusaders gather around. We'll be sending to the ground. Machen Abgang. Gibt's zufällig einen weiteren Speicher-Sphero? Nee, okay. Dann halt wieder zurück. Puh, wenn ich das Vieh wieder respawnen lassen könnte, das wäre schon ziemlich sick. Na gut. Und ich glaube, ich habe die Zeit gerade perfekt erreicht. Schön. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Wir haben ja gefühlt richtig viel erreicht. Aber gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part und bis dahin.